really can't stay. Maybe it's cold outside. I've got to go away. Maybe it's cold out there. Zuschauer, es wird Zeit. Zeit, sich zu rüsten. Und das vor dem Schnee, vor der Kälte. Und nicht nur Sie sollten sich rüsten mit einer dicken Winterjacke, einem ordentlichen Pelz, sondern auch mit den passenden Artikeln für Ihr Fahrzeug. Denn es gibt doch nichts Schlimmeres, als morgens aufzustehen und zu sehen, die Scheiben sind vereist. Och nee, nicht schon wieder kalte Finger. Aber da hast du uns ja tolle Produkte mitgebracht. Ja, einmal wirklich noch Handarbeit kratzen, einmal das Ganze eben ein bisschen hier mit Pistolenform beseitigen oder es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass die Scheibe zufriert. Beginnen wir mit dem herkömmlichen Kratzen. Und hier haben wir aber etwas ganz Besonderes. Wir kennen oftmals diese Eiskratzer. Die haben wir, glaube ich, alle im Auto mit der Plastikseite. Und die so von der Parkuhr. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, das gibt ja wirklich diese Parkuhren, wo man dann auf der Seite kratzen kann. Aber wenn da mal eine kleine Kante raus ist, dann hast du Riesenprobleme. Hier haben wir einen wirklich tollen Eiskratzer, weil der hier, guck mal, eine Kupfer Lippe hat. Und die ist knallhart zum Eis, aber die schont die Scheibe darunter. Und damit kannst du jetzt ruckzuck auch diesen ganz, ganz bestialisch harten Eis, dieses Eis runtermachen von der Scheibe. Und das auch wirklich ohne große Anstrengung, weil du einen großen Hebel hast. Anders als bei den kleinen Plastikscheiben, wo du immer noch mit der Hand rein musst. Und du hast hier sogar noch einen gepolsterten Griff. Das heißt, die Hände werden nicht eiskalt. Handschuhe sind dann natürlich noch besser. Aber jetzt kannst du hiermit, mit dieser Kupferlippe, und ich glaube, wir sehen sie deutlich, kannst du abziehen. Und wir haben noch eine Abzugslippe, also wenn es nur um Feuchtigkeit geht, hier dieses Gummi. Und das ist eben die perfekte Sache. Toller Hebel, kleiner Preis und wenig Mühe, wenn ich selber kratzen möchte. Und das war kratzen müssen, das haben wir dieses Jahr, die meisten haben es schon mal erlebt und bemerkt. Aber ja, und wenn man das falsche Werkzeug hat, dann wird es eben schwierig. Natürlich kannst du damit auch den Schnee erstmal runter machen, aber dann die Eisschicht drunter. Die bekommst du ganz, ganz locker weg. Und diese dünnen Eisschichten, wie wir es hier sehen, die sind die schlimmsten. Die sind normalerweise enorm hartnäckig. Da rutschst du mit deiner Parkscheibe, wie du vorhin gesagt hast, erstmal 20 Mal oben drüber, bevor du dann ans Eis kommst. Und hier, das geht mit einer Kupferklinge wesentlich einfacher. Und du bist sofort auf der Scheibe, ohne diese auch nur im Geringsten zu beschädigen. Und das ist ja das Wichtigste. 3,71 Euro. Wissen Sie, was mir auch übertrieben wichtig ist? In der kalten Jahreszeit, und Sie werden das kennen, wenn man versucht, mit der Parkscheibe zu kratzen, frieren einem relativ schnell die Fingerchen ein. Und es wird eisig kalt, weil einfach der Abstand von der Klinge bis zum Eis natürlich nicht groß genug ist. Hier sehen Sie das Ganze mal im Einsatz. Schön ist, dass ich jetzt auch, ohne mich weit nach vorne zu beugen, wirklich bis zur Mitte der Scheibe komme, dass meine Hände gar nicht in Berührung mit dem Schnee kommen, selbst wenn da mal was höher wäre oder auch das Eis, und dass ich so jetzt ganz entspannt die Scheibe freikratzen kann. Einmal von links, einmal von rechts. 3,71 Euro, NC 54,50 und die 569, liebe Zuschauer. Das finde ich toll, Ralf. Lass du mich aus? Ich finde deine Körperhaltung so schön. Das ist wie den Finger wegspreizen beim Tee trinken. So sieht das gerade aus. Auch mein Handtäschchen in der linken Hand. Nein, aber es ist einfach unglaublich einfach, das zu machen. Auch Schneeräumen geht, weil ich eben diesen langen Hebel habe. Und Sie sehen es nicht, dass Sie sagen, oh, Ralf ist kein Gentleman. Aber man kommt auch als Dame jetzt ohne Probleme bis zur Fahrzeugmitte, also Windschutzscheibenmitte. Da sehen wir das, und zwar ganz bequem. Und dann kannst du außen rumlaufen. Was das Schöne ist, bei diesen Parkscheiben musst du dich auch immer übers Auto lehnen. Mhm. Das heißt, du wirst immer nass und dreckig, und das wird hier vermieden. So, wenn Sie jetzt aber sagen, nee, kratzen möchte ich gar nicht, kaufen Sie trotzdem den Eiskratzer, um den Schnee zu entfernen. Und wenn dann drunter Eis ist, dann machen Sie es ganz einfach hier mit diesem Enteisungsspray im Prinzip. Rundherum hauchdünn wirklich aufsprühen und sofort schmilzt das Eis. Dann mit der Gummilippe abziehen, oder an der Frontscheibe kann man natürlich dann den Scheibenwischer benutzen. Hier sehen wir, lass es ruhig mal so, ein Gütesiegel. Das Ganze ist Dekra getestet. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das nicht irgendein 0815 Zeug ist, sondern dass das wirklich Dekra getestet ist und dementsprechend für gut empfunden. Und wir haben nicht eine dieser Flasche, sondern Sie sehen es eingeblendet oben, zwei. Zweimal 500 Milliliter für Sie und Ihren Partner oder für Sie den Ersatz. Und das im Auto liegen zu haben, im Kofferraum oder im Fußraum des Beifahrers, das ist richtig
clever, wenn man dann morgens rauskommt und sieht, oh, die ganzen Scheiben sind vereist, dann brauche ich nur mit einem Lächeln im Gesicht hier vorne aufzumachen, da drehen, das ist wie beim Fensterputzen, und dann einmal ringsherum, einmal draufsprühen und schon ist das Eis entfernt. Wissen Sie, was ganz toll ist? Meine Mama, die hat nämlich auch nie Lust zu kratzen. Die hat das immer mit warmem Wasser gemacht. Das ist zum einen super gefährlich für die Scheibe, dass die platzt. Mhm. Und zum anderen hat man dann natürlich auch wieder das Blitzeis, was dann sofort kommt, weil die Temperatur der Scheibe eine andere wird. Sowas bitte immer vor allem auch im Beifahrer-Fußraum einfach mal dabei haben. Eins im Kofferraum, hier für 6,56 Euro. Solange das Kontingent noch da ist, bitte bestellen. Denn auch in den Supermärkten, die sind ja rucki-zucki vergriffen und weg. Da sieht man ja wirklich Familien mit Einkaufswägen voll mit Scheibenenteisern. PV 86 34 56. Das passiert immer dann, wenn man morgens da stand und hat geratzen müssen. Dann holt man sowas. Aber man kann auch Geratzen komplett vermeiden und auch das Sprühen komplett vermeiden, indem man einfach mal auf die Wetterberichte hört und sagt, wenn Frost angesetzt ist, dann schützt man. Prävention. Prävention, genau. Jetzt gibt es viele, die nehmen Pappkartons und legen die auf die Windschutzscheibe. Folgendes Problem, da kann jederzeit jemand kommen, die runtermachen. Zweites Problem, wenn ein Windstoß kommt, ist er auch weg. Drittes Problem, du hast nur genau diesen Raum vom Pappkarton nachher eisfrei. Den Rest musst du auch noch freikratzen, weil wir dürfen natürlich nicht nur mit einem Guckloch fahren. Und dann kommt diese Eisschutzfolie ins Spiel, weil die ist unglaublich clever. Sie sehen, ich sage immer, im Turnbeutel, der ist wasserdicht. Das heißt, wenn die benutzt ist, stecke ich sie einfach hier rein und dann bleibt das Wasser hier drin und geht nicht ins Auto. Und da sehen Sie, die ist richtig klein und das kann man locker allein machen, aber wenn wir jetzt schon zu zweit sind, machen wir das mal zu zweit. Einmal ausbreiten. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die Schrift richtig rum ist. Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal zum Auto. Und da haben wir jetzt verschiedene Optionen bzw. verschiedene Highlights. Erstens mal, Sie haben es gerade am Klicken gehört, lass mal die Tür noch offen, zu. Mach's mal noch ohne, weil ich möchte das noch zeigen. Erstmal mit den Magneten. Wir haben hier unten 4 Magnete und die sind alle geschützt mit hier Kunstleder. Das heißt, die gehen jetzt irgendwo auf die Karosserie, ob oben auf dem Dach oder vorne an der Motorhaube und halten das schon mal sicher. Aber der Clou ist jetzt, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, sehen wir das. Diese Öhrchen, die fallen jetzt von ganz allein in die Tür. Ja, und jetzt machen wir die Tür wieder zu. Und das auf beiden Seiten einmal. Und Sie sehen, ich muss es nicht mal in die Hand nehmen. Ich mache die Türe auf, das fällt rein, Türe zu. Und jetzt ist es hundertprozentig gegen Diebstahl, gegen Wind, gegen alles geschützt. Und das ist eben für mich perfekt. Die komplette Windschutzscheibe, egal was für ein Auto Sie fahren, Sie sehen, wir haben hier eine richtig große Windschutzscheibe bei einem Cabriolet, weil das immer etwas mehr geneigt ist, ist die Scheibe größer. Es passt perfekt. Der Wind kann von hier pusten, der Wind kann von hier pusten, der Nachbar kann kommen und kann sagen, das ziehe ich jetzt mal weg, geht auch nicht. Es ist die perfekte Sicherheit. Und wenn wir es jetzt wieder runter machen, dann falten wir es einfach mal zusammen. Du siehst, jetzt am Morgen kommst du und nimmst du es mal runter. Mhm. Übrigens, der Lack wird natürlich hundertprozentig geschützt durch dieses Kunstleder. Und wenn wir es jetzt wieder zusammenrollen oder falten oder wie auch immer, dann passt es wieder perfekt in diesen Turnbeutel. Und den werfe ich jetzt einfach in den Fußraum für den nächsten Abend. Guck einfach einmal rein. So. Perfekt, wieder verstaut. Und du siehst, wie lange hast du jetzt gebraucht, was schätzt du? 5 Sekunden. Und wie lange brauchst du zum Scheiben freikratzen? 2 Minuten, 3 Minuten, was eisige Finger, blanke Nerven. Was ist cleverer? 9,41 Euro. NC 51,99 und die 569. Ich habe übrigens diese Anti-Eis-Scheibenfolie mir selbst zugelegt im letzten Winter und musste die, ich glaube insgesamt jetzt wirklich ohne lügen zu wollen, 8-mal noch nachkaufen. Weil jeder, der die sieht, dann auch sagt, oh, ich hätte auch gern so eine. Ja, das ist aber clever. Ist so. Deshalb jetzt bitte zugreifen, vor allem auch die Erfahrung aus den letzten Wintern, dass die natürlich schnell vergriffen sind. Und wenn die weg sind, werden die vor Weihnachten auch nicht nochmal nachkommen. Und wir sehen doch jetzt durch den ersten Schneefall schon, dass es Zeit ist, sowas zu bestellen, sowas zu Hause zu haben und da lieber vorsorgen und schon mal ganz entspannt am Morgen zum Auto marschieren, um Brötchen zu holen, arbeiten zu fahren und keine Scheibe aufzufinden, die vereist ist. Entweder dann kratzen, vorsorgen oder eigentlich Scheiben mit Eis. Alles nutzen. Drei perfekte Kombinationen. Frontscheibe, das hier zum Schneeräumen nehmen oder dann mal an unzugänglichen Stellen und die Seitenscheiben muss ich auch noch freimachen, dann nehme ich Spray. Und die Rückscheibe. Das ist die perfekte Kombination. Ja. Rückscheibe auch noch, ja. Gleich in die Leitung gehen. Gute Fahrt wünschen wir.